Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pikmin 3. Wir starten in Tag 8. Mit einem schönen Stern, klaren Sternenhimmel. Wunderbar. Und da wir immer noch auf der Suche nach dem Captain sind, gehen wir zurück in die Eisöde der Verwirrung. Und schauen mal, was da heute auf uns zukommt. Wir gehen auf jeden Fall direkt zurück in die Höhle, in der wir im letzten Part auch schon waren. Die Funktionsziel ist sehr nützlich. Ach ja. Danke, dass du mir das nochmal sagst, Spiel. Gut, wir haben auf jeden Fall zwei frische Blüten-Pikmin. Die wir direkt mal pflücken und dann holen wir uns den Rest. So, das ist, glaube ich, eine gute Teamzusammenstellung. Okay. Und weil wir faul sind, nehmen wir auch hier wieder die Zielfunktion. So, und zwar genau hierhin. Ziel. Ziel. Danke. Es ist wirklich ungemein praktisch. Denn jetzt läuft er alleine. Ich meine, klar ist das ein bisschen lame und so, aber es ist schon wirklich praktisch, weil so kann man sich auch nicht verlaufen. Das sollte man eigentlich öfters machen. Doof nur, dass hier so ein blöder Picknapper im Weg ist, der auch noch unsere Pikmin angreift. Du bist ein Arschgesicht. Aber gut, da können wir ja eingreifen. So, geht drauf. Der kommt nicht mehr hoch. So, der hat ausgepicknappt. So, den Rest des Weges kenne ich auch alleine. Mein Gott. Auf niemanden kann man sich verlassen. Nicht mal mehr auf die Picknapper, dass die zu doof sind zu picknappen. Okay. So, wir wollen hier rüber. Die Frucht haben wir schon. Ja, eigentlich hätten wir auch außen rum gehen können. Hier ist es aber sicherer. Und damit gehen wir raus aus der Höhle. Und wir sind in einem neuen Gebiet, wo wir noch nicht waren. Aber viel zu holen gibt es hier nicht. Außer dieser gläsernen Mauer. Ja, nee, dafür haben wir im Moment keine Zeit, die Dinger wegzubringen. Nein, immer noch nicht. So, 100. Danke. Ja, hier bei den Blättern kann man sich nie so sicher sein. Meistens sind die böse. Genau das. So. Auch die wollen wir gerade nicht wegbringen. 100 im Team. Sehr schön. Dann machen wir doch mal hier die Pilze kaputt. So. Irgendjemand war schon hier. Ja, wenn ihr euch erinnert, das sieht sehr stark nach dem Gebiet aus, wo der Captain damals gestartet ist. Und das hier ist die Höhle, wo er reingelaufen ist. Wir gehen aber erstmal hier in diese Richtung und sammeln vor allen Dingen erstmal die Pikmin ein, die hier irgendwie unterwegs gedacht haben, hier müssen wir nicht bleiben. Was genau haben die Pikmin jetzt angefangen? An den Gestrandeten. In dieser Eiswüste sehen wir von fern eine andere Person, etwa ein Schiffbrüchiger, so wie ich zuvor. Ich fürchte, es könnte hier durch die vielen elektrischen Hindernisse in Schwierigkeiten geraten. Ich werde etwas in der Nähe verstecken, was vielleicht hilfreich sein könnte. Captain Olimar. Ja, nur was? Das habe ich irgendwie nie ganz rausgefunden. Hier oben haben wir Eier. Nee, das ist doch nicht das Gebiet, wo der Captain gestartet ist. Nein. Ja, jetzt wäre es schön, nur die Blattpigmen rauszufiltern. Ich werfe einfach mal alles da hoch. Das Schöne ist, die Pikmin, die saufen nicht mehr alleine ein komplettes Nektar-Ding leer, sondern das wird so lange gesoffen, bis es wirklich leer ist. Also ich weiß nicht, ich glaube 10 Pikmin können davon eine Blüte kriegen, von einem Nektarteil. Das ist echt praktisch. So wie ich das nämlich gerade mache, wäre das in Pikmin 2 einfach nicht denkbar gewesen. So, und mir fehlt ein Pikmin. Toll. Wo auch immer es hin ist. Ich habe keinen blassen Schimmer. Vielleicht hat es doch irgendwas abtransportiert. Ach komm schon. Du bist doch nett. So. Kriegst erstmal ein paar Steine auf den Kopf. Danke. So, irgendwas Tolles fallen lassen? Nö, natürlich nicht. Nur ein paar Chips. Okay. Da ist es. Der kleine Ausreißer. Gut,
Da wir hier scheinbar nichts mehr machen können, ab in die Höhle. Doch, hier war der Captain. Der hat doch diese zwei dicken Pilze kaputt gemacht. Der konnte nur nicht durch die Eiszapfen. Das war's. So, und ab hier runter. Und diese Viecher kennen wir auch schon. Ja. Die haben wir mit dem Captain auch schon besiegt und den gelben Pikmin. Nur wo ist der Captain? Ach du Scheiße, was ist das denn? Habt ihr diesen Schatten gesehen? Das kann nicht nett sein. Irgendwas ist hier faul. Irgendwas ist hier ganz gewaltig faul. So, und schon wieder fehlt mir ein Pikmin. Das finde ich nicht gut. Aber ich hab's wieder. Das hier können wir bauen. Au, 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 au. Hier ist wieder was. Das ist ganz und gar nicht gut. Okay, da können, brauchen wir noch nicht hoch. Wir haben da oben keinen Anführer, das bringt's nicht. Aber wir können hier was zusammenbauen. Machen wir das doch mal. 10 Pikmin sind wir dabei. Bom! Ach, Herr Jemine, ist das ein Riesenviech. Aber ich glaube, da sollten wir direkt mal einige Pikmin draufschmeißen. Nein, es haut ab. Was? Da war ein Signal auf dem Kopfradar, aber das bedeutet ja, dass diese Kreatur den Captain... Oh Gott. Ja, ganz großes Kino. Wir haben hier eine Frucht. Die lassen wir abtransportieren. Allerdings nicht von den gelben, die brauchen wir. Von den Steinen. Ich meine, 10 reichen. Oder waren es 20? Ne, es sieht ganz stark nach 20 aus. Also noch ein paar. Die kommen ja zurück. Da wir da vorne ja auch alles freigeräumt haben. Alles gut. Wir müssen nur nachher dran denken, die noch zurückzuholen. Denn das sieht alles nach einem Bosskampf aus, was jetzt passiert. Was haben wir hier? Megalum 1. Lichtempfindlich. Ja, das haben wir gemerkt. Okay, gehen wir weiter. Hier ist es schon wieder dunkel. Halten Sie durch, Captain. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier im Licht ist gut. Hier im Licht sind wir sicher. Ein richtig ätzender Bosskampf steht uns hier bevor. Wir müssen Brittany hier hochwerfen. Und ein paar gelbe Pikmin. Um hier den Strom wieder anzuschalten. Kommt her. Danke. Und das Vieh stürzt ab. Und drauf. Komm, geht drauf. Mach ihn platt. Ah, schade. Das hat nicht funktioniert. Na, immerhin haben wir ihm ein Viertel seiner Energie abgezogen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da oben sind Brückenteile. Ob wir die schon abholen sollten? Machen wir das einfach mal. Ja, das ist ein Bosskampf, der sich durchaus über mehrere Tage ziehen kann. Das ist natürlich die Frage, überleben die das? Ja, doch. Das sollte passen. Ich muss sie mit B retten. Wen muss ich mit B retten? Warum sind hier Pikmin gestorben? Leute! Okay, wir machen mal gerade Plan B. Ich hole mir erstmal mit Alf hier die Daten. Hier unten sind Daten. Im Licht ist man vor ihm relativ sicher. Megalum 2. Ja, das habe ich euch bereits gezeigt. Oh, da ist er wieder materialisiert, so gesagt. So gesehen.
So, Brittany. Nein. Oh Gott. Ja, von mir aus nehmen wir auch die roten. So, und die kommen da gar nicht hoch. Ha. Dann müsst ihr halt so die Brücke bauen. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass der uns nicht wieder angreift. Was wir in der Zeit machen, ist mit Alf ein paar gelbe Pikmin nehmen. So, das sollte reichen. Und hier schon mal versuchen, die Brücke weiter zu bauen, wenn der uns nicht angreift. So. Schön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kommt drauf. Alle drauf. Au, 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 au. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ei, 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 ei. Was machst du denn jetzt? Oh nein! Jetzt kriegt er auch noch Hilfe. Das müssen wir schnell kaputt machen. So. Kommt her. Jetzt, ich habe gerade ganz verpasst, den anzugreifen. Aber mit Steinen treffe ich den nicht. Okay. Komm her. Wir müssen hier noch irgendwo weitere Brückenteile finden. So, hier sind wieder die Zusatzgegner, die wir angreifen können und müssen. Kommt her. Alle schnell hier hin. In die Sicherheit. Hier im Licht sind wir sicher. Okay. So, euch will man auch kaputt machen. Wow. Das ist ein actionreicher Bosskampf. Ich finde ihn toll. Ich finde ihn super gut gemacht. Macht das Teil kaputt. Schnell. Danke. So, und wir hauen jetzt ein wenig ab. Denn wenn wir mal auf die Tageszeit gucken, wir haben noch 20 Pikmin, die irgendwie zurück aus der Sonne geholt, von der Traube, an der Traube hängen. Ah, nee, noch gehen wir nicht. Noch gehen wir nicht. Eine Chance nehmen wir noch wahr. So, jetzt stürzt er ab. Und alle drauf. Ja, wunderbar. Das hat ihm doch richtig, richtig gut Schaden gemacht. Oh nein, das rote Pikmin ist in den Elektrozaun gelaufen. Oh Gott, es wird sterben, oder? Nein, wir haben es noch retten können. Das ist schön. Aber jetzt müssen wir noch schnell eben die anderen Pikmin retten, die hier oben an der Traube waren. Nein, nicht darunter fallen, ihr Idioten. Kommt her. Danke. So. Jetzt fehlen uns noch 4. Ich glaube, die verkraften wir einfach und beenden den Tag, bevor wir hier gleich noch welche beim Kampf verlieren. Ich habe auch überhaupt keinen Schimmer, wo die 4 sein sollen. Aber ich glaube, Brittany kann das doch mal eben... Nein. Brittany kann das doch mal eben nachschauen. So, Brittany... Guck doch mal bitte eben für uns. Hier ist auch noch ein Stromkabel, das wir brücken können. Das ist mir jetzt zeitlich ein bisschen zu knapp. Hier müssen doch irgendwo noch Pikmin rumhängen. Hier vielleicht. Ja, ich hab sie. Cool. Gut, damit beenden wir den Tag. Jetzt sind wir gerade in Sicherheit. Tag beenden. Ja. Der Boss bleibt verwundet und wir können ihn am nächsten Tag weiter bekämpfen. Das ist auch so gedacht im Spiel. Und wir stehen, glaube ich, sehr gut da. Ja, definitiv. So, das hier überspringen wir einfach. Das kennen wir ja. Und ab geht's in den niederen Orbit. Perfekt.
Perfekt, perfekt, perfekt. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Wir haben eine neue Frucht gefunden. Hihi, ich entdecke für mein Leben gern neue Früchte. Der Nachtkugelschwarm. Den versaften wir gleich mal. Welche Weintrauben mögt ihr denn lieber? Die grünen oder die blauen? Oder braun, braun nicht. Schwarz bis dunkelblau sind die, ja, lila. Irgendwie sowas. Und wir haben 10 Arten gesammelt. Wir haben nun genügend Früchte analysiert, um die Position anderer Früchte bestimmen zu können. Ab jetzt erscheint die Position von Früchten auf dem Cup-Radar. Auch sehr gut, wenn man 100% spielen will. So. Das gibt heute ein Festmahl. Oh ja, das wird richtig lecker. Schön. Wir können noch 10 weitere Tage überleben. Sehr schön. Wir sind noch ganz gut versorgt. Schauen wir uns mal kurz die Statistik an. Ich denke, sie ist gut. Wir haben ein einziges Pigment verloren. Woran auch immer. Ich weiß es gerade nicht mehr so ganz. Wahrscheinlich an dem Boss, aber ja, ist doch alles super gelaufen. Wir haben eine ganze Menge Pigment im Repertoire und ja, alles super. Schauen wir uns noch schnell den Tagesbericht an. Seit wir dem Signal des Captains folgen, wurden wir nun schon von der zweiten riesenhaften Kreatur angegriffen. Es war sehr dunkel und so konnte man nur Schemen erkennen, aber dieses Monster kann unmöglich der Captain gewesen sein, hoffe ich. Ja, das hoffe ich auch. Gut. Und das war's für Tag 8. Das war's für diesen Part und das war's für diese Session. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Und wir sehen uns an Tag 9 wieder, wenn wir der großen Riesenmotte nochmal so richtig auf den Zahn fühlen. Ich hoffe, wir werden sie dann direkt besiegen, aber ich bin da guter Hoffnung. Also denn, bis zum nächsten Mal. Keep gaming und ciao.